Herzlich willkommen zur aktuellen Bibo-Ausgabe rund um den Smoker Spirit Newsletter der Kalenderwoche 3, 2021. 2020 ist over und wir freuen uns auf ein Jahr voller Good Vibes. Die Motorbranche meint, es wird richtig romantisch und wir feiern die Leichtigkeit des Seins. Wie blicken Sie auf 2021? Was erwarten und was erhoffen Sie sich vom neuen Jahr? Welche Pläne und welche Projekte wollen Sie angehen? Klar ist, auch 2021 wird eine persönliche und berufliche Herausforderung für uns alle. Die professionelle Kommunikation bleibt wichtig, bleibt ein Abenteuer, bleibt kompliziert. Wenn uns die letzten Monate etwas verdeutlicht haben, nichts ist so wichtig wie die Fähigkeit, sich schnell an neue Gegebenheiten anzupassen, unerwartete Entwicklungen zu adaptieren und flexibel und stets zügig dazu zu lernen. Dann zur neuen Ausgabe des Woche. Sie sehen, diese kommt nicht aus unserem Studio. Die Kollegen hinter der Kamera sind in Quarantäne und wir müssen umdisponieren. Deshalb nur hier eine kurze Übersicht zu den Infos auf Smokers Planet der Kalenderwoche 3 2021. Das ist die erste Ausgabe dieses Jahres. Im aktuellen Newsletter überragen die vielfältigen Zigarren-News, die uns wirklich zwischen Weihnachten und den ersten Kalenderwochen im neuen Jahr überrascht haben, mit viel Freude. Aber auch die Tabakpfeifen und die Limited Editions im Tabakbereich, im Pfeifentabakbereich, kommen nicht zu kurz. Im Getränkesektor sind wir diesmal etwas Sparflamme, uns wäre der Newsletter eine richtige Mammutausgabe geworden. Wer Smokers Planet kennt und Smokers Planet liebt, der kennt auch die Kontinuität mit unseren Gewinnspielen. In dieser Woche John Aylesbury, das ist unser erster Partner in diesem Jahr zur Gewinnspielserie. In der Podcast-Serie Auf eine Zigarre mit Peter Linschmidt stellen wir fest, dass Peter Linschmidt weiterhin auf Tour ist. Und so gibt es auch eine Fortsetzung dieser Serie im Jahr 2021. Und da haben wir die Folge 14 im Smokers Planet Newsletter. Wir waren dann weiterhin unterwegs im Smokers TV-Bereich. Da haben wir ein Videotalk gedreht mit Martina Kleinlage, mit der waren verabredet zu einem Gespräch, wie sich die Tabakwarenbranche denn zwischen dem Sommer 2020 und dem Jahresende so aufstellen konnte und welche Produkte denn jetzt auch im Hause Kleinlage aktuell auf den Markt kommen. Passen Sie weiterhin gut auf sich auf, pflegen Sie Ihre Fröhlichkeit. Wirklich, die ist ganz wichtig. Und Ihren Optimismus, und der ist auch wichtig. Denn Sie sind lebenswichtig. Lebenswichtig, damit wir diese bleierne Zeit, und zu allem Überfluss der Himmel ja auch bleiern, hinter uns lassen. Der Frühling steht aber bereit. Das ist ein kleiner Trost. Er schickt schon die ersten weißvermützten Vorboten auf den Weg, die Schneeglöckchen. Erleben Sie das Leben, freuen Sie den Genuss und passen Sie auf sich auf. Take care, Ihr Klaus-Peter Will.